Im folgenden Sommergespräch mit Stadträtin Brigitte Krenn erfahren wir Interessantes über die Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit in Schwechat. Wir begrüßen im Rahmen unserer Sommergespräche heute bei uns im Studio Frau Stadträtin Brigitte Krenn. Grüß Sie. Frau Stadträtin, Sie verwalten mit Ihrem Ressort zwei Bereiche, die ja in Schwechat nicht gerade unwesentlich sind, nämlich den Umweltschutz und den Zivilschutz. Was gehört denn da alles hinein? Wie Sie richtig sagen, sind das zwei Bereiche, die nicht unwesentlich sind, auch wenn sie nicht viel kosten, aber es muss ja nicht alles, was wesentlich ist, etwas kosten. Zivilschutz gehört dazu, zum Beispiel die Zivilschutzsirenen, die jeden Samstag Probealarm ist. Es gehören dazu Katastrophenschutzpläne. Gerade eben wurde der Hochwasserkatastrophenschutzplan für die Schwechat von Herrn Ingenieur Zeppetzauer, meinem Mitarbeiter, neu erstellt. Und ich möchte mich recht herzlich einmal bei ihm bedanken dafür. Heuer haben wir zum Beispiel einen fixen Stromanschluss für die Hochwasserpumpe unten im Fischerdörfel Manswörth. Der wurde heuer beschlossen, wird hoffentlich gerade umgesetzt. Also es sind kleine Maßnahmen, die vielleicht nicht sehr aufwendig sind, aber es sind sehr wichtige Maßnahmen. Beim Umweltschutz, ich würde mal sagen, das zieht sich durch alles durch eigentlich. Ja. Umweltschutz kann sehr viel sein, da gehört dazu alle Klimaschutzmaßnahmen. Wir sind Klimabündnisgemeinde schon sehr lange. Da gehören genauso dazu Umweltverträglichkeitsprüfungen, da gehören alle Lärmentwicklungen dazu. Was kann man gegen Lärm machen? Welche Lärmbelastung ist überhaupt noch verträglich, wo muss etwas bekämpft werden, wo sind Verbesserungen notwendig. Für mich ist Umweltschutz auch Verkehrsbelastungen, wie können diese reduziert werden, die ganze Luftbelastungen, Schadstoffe. Also Umweltschutz ist etwas sehr Breites, was überall mitspielt. Da gehört für mich zum Beispiel auch die Flurreinigungsaktion, ist auch etwas, das ist ein ganz anderer Bereich. Es gehören für mich Klimaschutzmaßnahmen dazu, die ja auch was ganz Wichtiges sind in der heutigen Zeit. Wir haben da in Schwechat eine große Zahl an Förderungen bis vor kurzem gehabt. Der Gemeinderat, die SPÖ, hat jetzt beschlossen, diese abzuschaffen. Das waren eben so Förderungen wie Umstieg auf erneuerbare Energien, die Sonnenenergieförderung, sowohl der Strom als auch das Warmwasser, Fahrradanhängerförderungen, Mobilitätsförderungen verschiedenster Art und Weise. Die wurden im Moment gibt es jetzt nicht mehr. Es war eine Unterstützung für die Schwächerterinnen und Schwächerter, um diverse Maßnahmen zu treffen im Bereich des Klimaschutzes, die sehr wesentlich sind. Und die Menschen haben es eigentlich auch in ihrem Geldbörsel gemerkt. Sie haben eine Förderung gekriegt dafür und sie hatten weniger Ausgaben selbst. Da stellt sich jetzt die Frage, ist Ihr Ressort ausreichend dotiert oder hätten Sie noch Wünsche? Natürlich hat man immer Wünsche, weil sonst braucht man ein Ressort nicht haben, wenn man nicht auch Ideen hat. Früher war das anders. Also da gab es ungefähr 150.000 Euro im Budget für Umweltschutz, eh schon das geringste Budget eigentlich, das ein Stadtrat, eine Stadträtin hat in Schwechat. Mittlerweile ist bei 2014 sind wir bei 50.000 Euro ungefähr angelangt. Eben die Umweltschutzförderungen wurden gestrichen. Es ist im Moment sehr reduziert, der Umweltschutz, aber Umweltschutz ist nicht unbedingt nur Geld. Es ist auch viel dahinter. Bildung zum Beispiel. Was gibt man den Leuten weiter? Wir haben jetzt da zwei Jahre lang ein Projekt mit Südwind Niederösterreich gehabt zum Beispiel. Das ist jetzt im Frühjahr, wurde es abgeschlossen mit den Fußballworkshops. Da geht es um globale Verantwortung, da geht es um Klimaschutz, da geht es um fairen Handel, um den Bereich, das war ein Bildungsprojekt in den Schulen. Sie sind seit dem Jahr 2000 bereits in der Stadtregierung in Schwechat vertreten. Hat sich für Ihr Ressort oder für Sie persönlich in dieser Zeit einiges verändert? Natürlich hat sich da einiges verändert. Ja. Es hat früher mehr Spielraum gegeben, das ist das eine, was die Finanzen anbelangt. Sehr wohl als Stadträtin nach der niederösterreichischen Gemeindeordnung ist man ja immer weisungsgebunden und dem Bürgermeister verantwortlich, der Mehrheitspartei. Ja. Also wir als oppositionelle Stadträtin bin ich immer davon abhängig, will der Bürgermeister das jetzt auch, was ich ihm vorschlage oder nicht. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir ja einen enormen Vertrauensverlust in Schwechat gehabt durch die
Fakten, die vor 2 Jahren begonnen haben, dass sie aufgezeigt wurden. Wir sind zurzeit in der Stadtgemeinde Schwechat natürlich auch mit der Aufarbeitung des Rechnungshofberichtes noch immer beschäftigt. Es gilt zu überlegen, wie können wir uns schadlos halten an jenen Personen, vor allem der ehemalige Stadtamtsdirektor, Stellvertreter und der ehemalige Bürgermeister, die da im Rechnungshofbericht sehr wohl angesprochen werden. Welcher Schaden wurde hier verursacht und ob die Stadtgemeinde Schwechat hier Klage erhebt. Natürlich ist auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft tätig und überprüft sehr genau, welche Vorfälle es hier gegeben hat und ob hier Klage erhoben wird. Also hier ist noch alles, noch längst nicht alles aufgezeigt, was da noch auf uns zukommen kann. Es hat für uns einen Vertrauensverlust gegeben. Es ist aber nach wie vor nicht so, dass, auch wenn unser Bürgermeister derzeit von gemeinsam und transparent spricht, dass wir nicht eingebunden wären in viele Dinge. Also man hätte von Anfang an, so wie wir es vorgeschlagen haben, Budgetkonsolidierung, alle Fakten auf den Tisch, schauen, was muss die Stadt leisten für ihre Bürgerinnen, für ihre Bürger, dann überlegen, wie viel Spielraum habe ich noch und dann sagen, okay, ich gebe etwas in Kultur, ich gebe etwas in den Breitensport. So hätte Budgetkonsolidierung aussehen müssen. So, aber diese Art und Weise, wie sie jetzt vorliegt, da stimmen wir nicht zu. Das heißt, wir können einen heißen Herbst erwarten. Der Herbst wird sicher heiß, vor allem es wird der Spielraum für die Stadtkasse wird immer enger. Also wir wissen nicht, wie lange Schwechat überhaupt noch zahlungsfähig sein wird.